Heute mache ich einen Spiegel auf. Draußen ist warm. 30 Grad. Scheißdreck. So. Machen wir ein bisschen Pilze rein. Ja. Dreck's auf. So. Bisschen Pilze wasch. Weil Pilze sind gut, gell? Olivenöl. So. Das schmeckt alles gut. Sehr schön. Das ist eiweißfrei. So. Pilze sind was Feines. Jetzt. Okay, wo das meine Schmalz wieder gut machen. So. Haben wir ein bisschen Speck da oder so. Speck, 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 Speck. Schinken. Schinken über den Ukraine. Ah, Speck. Das ist selber gemacht, das haben wir über den Winter geräuchert und alles, köbelt selber. Das ist was ganz Feines, ja. So. Oh. Oh. So. Ganz Feines. Wäre jetzt mein Freund Jan da, der wüsste ganz genau, was er damit machen will. So, jetzt ist das Gas natürlich aus, aber es macht nichts, der Ofen. So, ich hole schon Gas. Bitte, können wir. So, jetzt bin ich wieder da. Gas. So. Dass das da noch rumrutscht. Boah, das ist richtig gut. So, dann schneiden wir das da unten weg ein bisschen. Das Video haben wir schon mal gemacht, so ein Video mit Spiegeleier und Pilze, aber es macht nichts. Heute ist ein bisschen was anderes, wenn man es feststellt. Ja. Ich schweiz ein bisschen mehr Schwäbisch und so.
Also alles ganz grob, da gibt es nichts da, dass man da, so wie es die meiste Küche macht, da ein bisschen Salz, ein bisschen und überhaupt und sowieso, das ist alles scheiße. Wenn der Mensch Hunger hat, dann wird gefressen. Ganz einfach. Und dann stellt man das zusammen, was man am allermeisten mag. Und brutzelt vor sich hin. Also wie gesagt, ich bin kein Koch. Ja. Aber ich koche gern. So. Jetzt hat er. So. Oh, das sieht richtig gut aus. So. Ja, was soll das? So, so ein bisschen brutzeln. Ja, so, jetzt probieren wir mal ein bisschen von dem guten Fleisch. Das haben wir auf jeden Fall selber gemacht. Da gibt es auch einige Videos. So sieht es aus. Richtig gut. Mhm. Ja. So. Heute machen wir ein bisschen von dem Zettel. Und ganz wichtig, ein bisschen Granatapfeller. Oh ja. Weil ich kaum daheim bin, weißt du? So, scheiß mal. Also, schlagen wir drei jetzt kurz. So, wunderbar. Wie gesagt, das sind unsere eigenen Eier. Also nicht meine. Von meinen Hühnern. Ich zeige euch irgendwann mal meine Hirn. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn es da ein bisschen was neigt. Ja. So, scheiße. Sakrament noch einmal. Jetzt, Alter. So, das kann ich mir wohl nicht vorstellen. So, das sieht gut aus. Ein bisschen von den Tomaten rein. So, das sieht doch schon richtig gut aus. Ja. Ganz wichtig, immer ein bisschen Zucker rein. Warum? Wegen der Säure, ganz einfach. Einfach ein bisschen Zucker rein. Das passt schon. So. Schmeckt es auch gleich ganz anders.
So. Jetzt ein bisschen was von dem zeigt da, was ihr euch nicht verwahrt, wie schon mal gesagt. Es ist keine Petersilie, es ist viel besser. So, wir haben ein bisschen was mit dem Geheimzeug rein. So. Und ein bisschen Vegetar. Das ist was Gutes. Das gibt es in jeder Küche bei uns. So, vielleicht noch ein bisschen. Fertig aus. So. Jetzt riecht es auch schon viel besser. So. Und jetzt schmeißen wir oben drauf unsere Eier. Also die Eier von meinen Hirnen. Ganz genau. Und jetzt lassen wir es so vor sich hin brutzeln. So, normalerweise, aber wenn man es nicht hat, dann holt man sich so aus. So. So, das reicht. Ein kleiner Padano, den Spugel hat. Mal her. So. Das warten wir mal so oben rein. Sieht gut aus, gell? Eierfrei, oder? So. Das machen wir zu. Das nächste Mal schwimmen wir daher, Absatz da. So, die Eier lassen wir jetzt einfach so vor sich hin brutzeln. Also wem es gefällt, der kann ruhig den Finger hoch machen oder mir vielleicht meinen Kanal abonnieren. Wer nicht will, braucht nicht. Mittlerweile macht es auch keiner mehr, verstehe nicht. Ich weiß nicht, was ich vielleicht gemacht habe. Langsam habe ich auch keine Lust mehr. Es ist halt irgendwie ein Ansporn, wenn dich jemand abonniert oder deinen Kanal abonniert. Ich habe so viele abonniert. Man sieht es ja. Aber mich abonnieren wir halt so wenig. Mittlerweile sind es 239. Ich kann nicht einmal live gehen mit meinem Handy. Ich muss immer meinen Laptop rumschleppen oder irgendwas. Das ist mir langsam zu blöd. Und wie haben wir ja gesagt, wenn ich endlich mal mit meinem Handy, wie heißt, live aufnehmen kann, dann würde ich euch auch das ganze Meer zeigen, alles mögliche, Tauchgänge, Fischfänge, alles, wie ich live würde ich euch zeigen, wie ich mit dem kleinen Ofen am Meer direkt koche, das was ich fange, ja, aber es interessiert ja keiner, ja gut, ihr wisst es ja auch nicht, aber jetzt wisst ihr es,
Auf jeden Fall, ich finde es schade. Ich komme einfach nicht weiter. Vielleicht, wenn ein paar Schwabe den Kanal sehen, vielleicht sagen die, ja, komm, helf mir dem Alex in Kroatien, dass er weiterkommt. Das wär's. Also, an alle Schwaben, die wo den Kanal sehen, wäre geil, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann zeige ich euch ein bisschen Kroatien, ganz einfach. Und so wie ich in Kroatien bin, ganz einfach, schlicht einfach. Viele fragen sich, warum sehe ich so aus, warum laufe ich so rum? Ja Leute, ich lebe vor mich hin. Ich lebe mein Leben, ich genieße mein Leben. Ja, ich genieße es einfach. So, ich war lang in Deutschland, lang im Schwabenland und irgendwann mal habe ich gesagt, und jetzt reicht's, ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Und dann bin ich ausgewandert. Das war für mich wie eine Fabrik. Ja, und hier in Kroatien, da arbeite ich vor mir hin, habe meine kleine Firma gegründet als Gas, Wasser und Schlatterer. Und Heizungsmontage, Klimamontage mache ich auch. Ja, und mir fällt hier nichts, gar nichts, absolut gar nichts. Ich habe hier meine Freiheit. An meinem Wochenende fahre ich ans Meer, im Winter gehe in den Wald oder gehe jagen oder irgendwas. Ja. Auf jeden Fall, ich lebe. Und wenn es euch interessiert, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Sobald ich die ersten 1000 erreicht habe, und die 4000 Minuten oder die 4000 Stunden habt, dann kann ich euch alles zeigen. Alles, absolut alles. Und das über mein Handy. Ich kann online gehen über mein Handy. Und es wird mich freuen, wenn wir wenigstens 1000 Leute unterstützen würden. Das kostet euch gar nichts. Kein Cent. So, das war's. Jetzt geht's weiter. So sieht's aus. Das esse ich halt. Das ist eine gute Portion. Und sieht auch richtig knackig aus. Ich kann euch auch nach Kroatien einladen. Ihr könnt da herkommen. Ja, bei mir ist es nicht teuer. Überhaupt nicht. Ihr könnt sogar Quad-Rundfahrten machen. Ich habe sogar Quads. Ja. Ein kleines Blockhaus, wo ihr unterkommen könnt. Wir können zusammen grillen, Spaß haben, ins Meer gehen, Wald spazieren machen. Mit den Quads und alles, in der Wälder übernachten, Biwak, egal was. Überlegt euch, unterstützt mich und die Tür steht jedem offen. Viel Spaß!